Warum möchte ich nach Australien? Das ist so eine Frage, das stellen mir viele, und viele verstehen auch nicht, wenn ich ihnen dann antworte, warum ich das möchte. Weil die Leute erwarten von dir immer, dass du das machst, was dem Kapitalismus dient. Dass du einen erfolgreichen Job annimmst, dass du Geld bekommst, dass du dich qualifizierst, dass du fürs Berufsleben lebst. Aber die Leute konzentrieren sich gar nicht darauf, wie du selber vielleicht leben möchtest. Es geht immer nur um dieses Geld, Geld und Reichtum. Die Leute haben vollkommen vergessen, was wirklicher Erfolg ist. Nämlich Erfolg ist nicht, dass man am Ende des Monats 10.000 Euro auf dem Konto hat. Erfolg ist, dass man glücklich ist. Und wenn man glücklich ist und Leute bereichert, dann kann man vielleicht durch diese Bereicherung finanziellen Erfolg kriegen. Aber sonst ist das echt eine demotivierende Sache. Naja, und jetzt ist es halt so, ich möchte nach Australien, ich habe eine abgebrochene Ausbildung hinter mir. Ja, da ist natürlich jetzt für viele nicht logisch, warum will er jetzt arbeiten, sparen und nach Australien gehen? Da könnte sich doch einfach eine Ausbildung suchen. Ich habe keine Ahnung, was ich für eine Ausbildung machen soll. Und da fängst du schon an. Ich möchte, um das jetzt mal ganz einfach vorweg zu sagen, ich möchte nach Australien, um daraus meinen Nutzen zu ziehen. Und das ist etwas, das leider nicht alle, sondern leider nur sehr wenige wollen. Viele gehen nach Australien, weil es cool ist, weil es geil ist, weil es schön ist. Aber die meisten Leute haben da bis auf irgendwas Cooles erfahren, keinen Hintergrund. Und bei mir ist das ein bisschen anders. Ich habe da eine richtige Intention zu. Und jetzt nochmal wieder zurück auf dieses Berufsthema. Ich habe hier in Deutschland keine Ahnung, was ich für eine Ausbildung machen soll. Ich weiß nicht, wie meine berufliche Zukunft aussehen soll. Ich habe echt noch keinen Plan. Ich bin in den letzten Jahren so scheiße, ist alles so scheiße gelaufen, dass ich jetzt am Ende mit 20 Jahren und einer abgebrochenen Ausbildung dastehe und weiß, okay, Digga, du musst dir echt überlegen, was du machen willst. Und ich möchte diese Australienreise nutzen, um natürlich erst einmal natürlich noch Zeit zu schöpfen, dass ich quasi mir überlegen kann, was möchte ich werden, und um einfach auch diese Reise nach Australien zu nutzen, um mir vielleicht da auch Gedanken zu machen, um da vielleicht zu lernen, vielleicht was über mich zu lernen und dadurch quasi vielleicht einen Beruf zu erlernen oder nicht einen Beruf zu erlernen, sondern eine Perspektive aufzubauen. Und das ist nicht der einzige Grund, warum ich nach Australien gehe. Ich möchte natürlich Erfahrungen sammeln. Ich möchte Leute kennenlernen, neue Menschen. Ich möchte neue Erfahrungen sammeln, neue Orte sehen. Aber mein konkreter Nutzen daraus ist natürlich erst einmal, dass ich mich selber und meine Attribute verbessern möchte. Ich habe viele Schwächen, viele Dinge, die ich an mir ändern will, viele Dinge, die ich an mir ändern muss. Und deswegen gehe ich zum Beispiel auch nach Australien, weil ich glaube, es ist eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, genau das in Angriff zu nehmen. Zum Beispiel Selbstbewusstsein, zum Beispiel Selbstwertgefühl, dass ich auch mein Ego ein bisschen verbessere, weil wenn du in Australien bist, musst du ja auf Menschen zugehen, wirst du selbstbewusster, weil du Erfahrung kriegst, weil du weißt, das fühlt sich gut an, du hast Erfahrung, du machst was im Leben, du erlebst was. Und das kannst du dann nutzen. Und das ist ein Grund, warum ich nach Australien will. Nicht, weil es cool ist, sondern weil ich daraus einfach da aus dieser Reise was mitnehmen will. Man muss sich das immer fragen, warum gehe ich da hin und was möchte ich davon lernen oder mitnehmen. Und bei mir ist es echt einfach diese Erfahrung, die Erlebnisse, aber vor allem auch, dass ich echt eine Perspektive finden will, dass ich eventuell auch einfach mal aus dieser deutschen Gesellschaft fliehen kann, weil die deutsche Gesellschaft ist die ekelhafteste, die es überhaupt gibt. Das ist leider wirklich so. Und weil ich vor allem auch mich selber verbessern will. Und ich will auch diese Zeit einfach nutzen, um mich meinen Leidenschaften zu widmen, um einfach mal für mich als Mensch, damit ich am Ende dieser Reise sagen kann, hey, das war gut, das war eine geile Sache, das würde ich wieder machen. Dass ich am Ende aus Australien wieder zurückkomme und weiß, wer ich bin, was mache ich, was will ich machen? Was ist mir wichtig im Leben? Bis jetzt ist mir das noch nie klar geworden. Also noch nicht klar geworden. So, was ist eigentlich wichtig für mich im Leben? Ist es für mich wichtig, ein Haus zu haben? Oder ist es für mich wichtiger, glücklich zu sein? Vielleicht reicht mir eine Wohnung. Vielleicht brauche ich auch eine Luxusvilla. Vielleicht reicht mir ein normales Schloss nicht. Sondern einfach mal ein bisschen klarkommen. Das ist mein Ziel, warum ich nach Australien will. Ich will einfach mal klarkommen, einfach mal chillen, einfach mal meinen Geist öffnen. Das ist mein Ziel. Und da hänge ich dran, das versuche ich jetzt umzusetzen. Das nehme ich jetzt in Angriff. Und das kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr irgendwas vorhabt,
ein Ziel habt. Wie komme ich zu diesem Ziel hin? Welchen Nutzen ziehe ich daraus? Wenn du eine Weltreise machen möchtest, überleg dir nicht, welche Orte sind am schönsten. Überleg dir, was bringt mir diese Reise? Was möchte ich davon haben, wenn ich ein Jahr lang in Indonesien gelebt habe oder 3 Monate in den USA auf einen Roadtrip durch Arizona gefahren bin? Was möchte ich daraus lernen? Möchte ich diese Ruhe einfach nur genießen oder möchte ich da vielleicht sogar am Ende mit was fürs Leben weggehen? Weil wenn du jetzt irgendwie eine Reise machst und du, sagen wir mal, du machst ein Jahr lang, erlebst irgendwas, aber du machst dir gar keine Gedanken, was will ich da überhaupt von haben, dann stehst du am Ende dieses Jahres genau da, wo du jetzt auch stehst. Vielleicht bist du glücklich damit, wo du jetzt bist, aber ich meine so, bei mir ist es einfach so, wenn ich jetzt nach Australien gehe, einfach aus Jux und Dollerei, und dann wieder in Deutschland bin, dann ist wieder alles scheiße und deswegen will ich da hingehen, um auch was zu ändern. Ne? Klingt zwar sentimental und irgendwie voll verweichlicht, aber es ist einfach so. Es ist einfach so. Wenn du weißt, was du willst, weißt, wer du bist, was bei dir abgeht, dann bist du einfach glücklicher. Ja, naja, ich werde jetzt erstmal hier auf Schluss machen. Mein Essen wartet nämlich. Ich habe mir gerade so eine Terrine gemacht und die ist jetzt wahrscheinlich schon aufgequollen und komplett nicht mehr essbar. Also, wenn euch das Video gefallen hat, ihr da irgendwie einen Nutzen draus zieht, vielleicht hat euch das ja Gedanken angeregt oder so, oder ihr wolltet einfach nur wissen, warum will dieser Typ, den ich gar nicht kenne, keine Ahnung, wer das ist, nach Australien, oder ihr vielleicht wollt ihr jetzt auch nach Australien, also das ist, glaube ich, eher weniger, aber man weiß ja nie. Bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.